Hallo zusammen. Ich wollte euch mal ein ganz kurzes Update hier aus dem Weinberg geben. Ihr seht, die jungen Rebtriebe, die sind schon ausgetrieben. Für Ende Mai sind wir aber relativ spät in der Vegetation, was halt einfach daran liegt, dass es bis jetzt super kalt war. Ihr seht auch hier, dass alles total grün ist. Es war ja nicht nur kalt, es hat auch fast jeden Tag bei uns geregnet. Die Natur, die erholt sich schon so ein bisschen jetzt von der Trockenheit, aber das reicht bei weitem noch nicht, um die letzten Dürrejahre 2018, 19 und 20 ein bisschen auszugleichen. Also das heißt, es ist wirklich so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Daumen drücken, auch wenn es schwerfällt, dass es noch ein bisschen regnet. Es sieht momentan nach einem relativ späten Weinjahr 2021 aus, aber die Natur, die kann noch so einiges aufholen, wenn jetzt die Sommermonate noch super heiß sind. Aber so ein später Weinjahrgang, das wäre auch mal wieder was richtig Besonderes nach den frühen Jahrgängen der letzten Jahre. Egal was kommt, wir sind super gespannt, was das Jahr noch bringt. Wir sind super gespannt, wie der Wein am Ende schmeckt. Seid auf jeden Fall genauso gespannt wie wir. Bis dahin.